So, Friends, ich grüße euch. Ich habe erstmal wieder ein kleines Restpostenpaket bestellt. Diesmal auch wieder so um die 14 Euro. Das letzte habe ich, glaube ich, gestern ausgepackt. Und das war ein ganz schöner Flop. Das waren einfach nur uralte Handyteile, so Sony Ericsson Ladegeräte und Headsets und einfach mal locker flockig. Was hat es gekostet? Das kann ich euch gleich sagen. 13,98 Euro. Auf jeden Fall war da wirklich der letzte Shit drin. Und das hier ist ein Restpostenpaket für Wiederverkäufer. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Da werden wir uns mal überraschen lassen. Ich werde es einfach mal, oh Gott, ich sehe schon, dass da ganz schöner Scheiß drin ist. So, hier hätten wir erstmal einen rostfreien Haken für die Wand. Das kann man vielleicht, was steht denn da? Hier steht aber auch nichts wirklich drauf. Eine Hakenleiste, 10 Jahre Garantie. Die Garantie ist wahrscheinlich, so wie das Ding aussieht, schon vor 10 Jahren abgelaufen. Davon haben wir natürlich noch so ein wunderschönes Ding. Ja. Alter, was habe ich denn hier diesmal für ein Paket gekriegt? Ah, woher habe ich was? Oh Gott, es sieht aus, als hätte ich... was ist das? Ein Ansman Racing Charger. Das ist wahrscheinlich für... auf jeden Fall ein Schnellladegerät. Das sieht schon mal wesentlich brauchbarer aus. Auf jeden Fall wie dieser Shit da. Dann hätten wir hier nochmal... für die Duschwand, das ist eine Badwandablage, ist auch okay. Also für 13 Euro hat das Paket, wie gesagt, gekostet. Dafür kann man sich nicht beschweren. Was haben wir hier? Oh, Power King LR14 Batterien. Schade. Die kosten ja jetzt auch nicht die Welt, davon mal abgesehen. Dann hätten wir hier ein Pinöppel, der irgendwo abgebrochen ist. Wahrscheinlich hier. Was sind... Oh, ich weiß nicht, was das für komische Wanddübel sind. Vielleicht kann mir das einer sagen. Ich glaube, die benutzt man irgendwie beim Rohbau oder so. Dann haben wir hier noch eine wunderschöne kleine Dose. Noch eine wunderschöne kleine Dose. Damn it! Ich stelle das mal zur Seite, das Paket. Vom Boden. So. Was soll ich denn damit anfangen? Ich weiß gar nicht, wofür das überhaupt ist. Es kommt erstmal Müll. Brauchen wir nicht. Dann hätten wir hier zwei. Ich habe keinen Plan, wofür man die gebrauchen kann. Die Haushaltstechnik, die hier zu gebrauchen sind. Dann hätten wir hier einen so einen Propper. Fucking Propper. Der kostet nicht mal einen dämmeten Euro. Den kriegst du sogar im Euroladen für 10 Cent. Ja, mit einem Propper. Oh, warte mal, wir haben hier. Wunderschön, wir haben hier noch einen Propper. Dann haben wir hier zwei. Oh, na toll. Zwei Softhanteln. Softhanteln 2x0,5 Kilo. Das geht mir am Arsch. Oh, das finde ich gut. Das ist endlich mal was Cooles, was auch so meinem Style entspricht. Ich hoffe, man kann es sehen. Kann man es sehen? Yeah. Der kommt bei mir direkt in die Küche. Home Sweet Home. So, dann hätten wir hier noch von Freaksport Grip Tape für Waveboards. Wow. Keine Ahnung, was das für ein Laden ist, der mir das zugeschickt hat. Oh, damn it. Hier habe ich was richtig. Hier hätten wir Handschuhe, die sehen aus, als wären sie schon mal gewaschen worden und die sind wirklich von übelst,
übelst räudiger Qualität. Also die werde ich direkt entsorgen. Die sehen einfach nur eklig aus. So, dann hätte ich hier nochmal Batterien. LR14. Dann hätten wir hier nochmal Batterien. Dann hätten wir hier nochmal Batterien. Dann hätten wir hier nochmal vier Propper. Leider kann man es nicht sehen. Ich habe heute mega schlechtes Licht hier, ehrlich zu sagen. So, dann hätten wir hier von Kaiserhof Gulaschpottdeckel. Ohne Scheiß. Oder Teelichtuntersetzer. Auf jeden Fall vier von diesen wunderprächtigen Dingern. Okay, ich jetzt auch noch irgendwas Cooles hier drin. Oh ja, da. Hier hätte ich noch ein paar wunderschöne Propper. Ich weiß immer noch nicht, wofür das hier ist. Das scheint. Ach. Ach. Nee, Alter, echt ernsthaft jetzt? Das ist so ein Türknauf für. Aber einfach mal. Nur aus dem billigsten Plaste, das kann ich Müll, habe ich auch einfach mal drei. Ernsthaft? Ein Rosettenset. Ich wollte schon immer ein Rosettenset haben. Von diesen überflüssigen Bändern hier, wofür man sie auch immer benutzt, ich glaube, das sind Haargummis oder sowas, habe ich einfach mal 5. Also das ist, dann hätten wir hier noch 7. Also ist noch nicht mal vollständig, die beiden Packungen. Diese Haarklammern-Dinger. Ja. Dann habe ich hier nochmal, oh Gott, das ist ja der größte Hit, habe ich hier nochmal 5-mal diese wundervollen Wandhaken mit Pflaumen drauf, mit so einem komischen Männchen, was da über ein paar Tomaten, ausgeblichene haben wir noch und dann hier nochmal so ein Mannequin und die Dinger sind wirklich auch einfach nur aus Plastik. Das war das ganze Paket. Also ich würde euch raten, bei dem Händler, ich werde den Link auf jeden Fall setzen, ist klar. Aber ich würde euch raten, bei dem Händler nichts zu kaufen, weil dann könnt ihr auch in einen Euro-Laden gehen und euch ein bisschen irgendwelchen anderen Shit kaufen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis denn dann. Ciao.